Business-, Reise-, Urlaubsinteressentin bzw. Geschäftswelt. Ich stehe jetzt hier mittendrin im Palast Delphine Palast Deluxe Resort und habe mir jetzt auch mal die Zimmerkarte geben lassen. Befinde mich nun im zweiten Stockwerk, was also sehr luxuriös hier schon eingerichtet ist. Lass mal sehen. Besonders beeindruckend sind natürlich diese Statuen hier, die ich mal kurz präsentieren möchte. In der Mitte mit ihrem Kerzenleuchter oben drauf. Hier nochmal dieselbe Statue und hier ein anderes Modell. So, jetzt gehe ich zur Doppelzimmer. Nummer 2205. Ich wollte auch eine Suitenbesichtigung eigentlich erwirken, aber leider sind hier in diesem Hotel zurzeit die Suiten völlig ausgebucht. Also folgt mir weiter. Hier nochmal der Innenbereich präsentiert. Es wurde also hier im Innenbereich zu den jeweiligen Etagen sehr viel auf verschiedene Pflanzen geachtet und Palmen. Und siehe da, ich bin angekommen und werde also nun die Zimmertüre öffnen. Ja. Die ist die Karte. Bitte, scheint etwas mit der Karte nicht in Ordnung zu sein. Denn zurzeit bekomme ich leider die Türe noch nicht geöffnet. Jetzt hat es funktioniert. Super. Nun stehe ich hier mitten im Wohnbereich. Auch dieses Zimmer ist sehr interessant ausgestattet. Im antiken Stil. Jeweils die Decken im Stuck gehalten. Werde nun also mal versuchen, die Terrasse zu öffnen. Wunderbar. Und nun möchte ich mal den Blick nach draußen von der zweiten Etage präsentieren. Ist doch ein herrlicher Ausblick. Man schaut hier über die gesamte Poolanlage direkt bis hin weit rüber zum Meer, was umgrenzt ist mit unwahrscheinlich vielen Palmen.
ich werde die Terrasse nun wieder gleich verlassen. Man kann also auch auf der Terrasse Platz nehmen. Gemütliche Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, ja? Auch hier ist ein unwahrscheinlich großer Schreibtisch vorhanden, wie man sieht. Schreibsekretär mit riesengroßen Messingspiegeln. Fernseher ebenfalls vorhanden. Schöne Gemälde an der Wand. Ich verlasse nun das Doppelzimmer wieder. Ein kurzer Blick noch ins Bad. Einen Moment, ich muss funktionieren, dass das Licht auch angeht. Kurz auf den Tisch darf ich auch hinweisen. Und natürlich, der Kleiderschrank ist groß genug, wo man seine diverse Kleidung unterbringen kann. Auf jeden Fall ist das Badezimmer ausgestattet, ebenfalls mit Waschbecken, riesengroßem Spiegel und sehr gepflegter Badewanne. Leider habe ich das mit dem Licht jetzt nicht geregelt bekommen, aber meine Führung ist auch hiermit beendet. Ich verlasse das Doppelzimmer nun wieder. Jetzt sind die tollen Gemälden an der Wand, auch jeweils im Flurbereich. Ebenfalls nochmal ein Gemälde hier präsentiert. Zwischen den jeweiligen Doppelzimmern sind jeweils immer solche Gemälde, was sehr schick aussieht. Eine wunderschöne Sitzgruppe mit Thronsesseln, die doch wirklich sehr, sehr schick aussehen. Ich befinde mich also nun wieder im Fahrstuhl und habe direkten Blick zum Super Kronleuchter, den ich dann nochmal erwähnen möchte. Doch nun auch mal präsentieren, ja? Ausgestattet. Okay. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank. Bitte. Ja, genau.
Ausgang angelangt und möchte diesen wunderschönen Kronleuchter ebenfalls nochmal präsentieren. Denn es macht ja immer sehr viel her in solchen Hotels. Nun möchte ich auch mal auf diverse Wohnanlagen hinweisen, die direkt gegenüber liegen. Shoppingboutiquen. Delphin Palace im Vordergrund, Haupteingang. Und nun beende ich die Führung.